Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi-Blog. Und glauben Sie mir, in Helderung filmen wir schon lange nicht mehr alle. Zum einen werden sie relativ wenig angeschaut und zum anderen irgendwie ist halt immer irgendein Kellerverlies und da wissen wir dann auch nicht, ob wir einen Tag später schwarze Flecken auf der Lunge haben, was kein TB, sondern einfach schwarzer Schimmel ist. Aber als gerade der Bruno dreimal gesagt hat, ja, und eine Innenhälterung habe ich auch noch, aber es ist keine Innen-, sondern eine Außenhälterung, dann haben wir gesagt, okay Bruno, zeig's uns, langweilig. Und dann, ich laufe mit Philipp hinten und Timmy hat ja noch nicht so viele Innenhälterungen gesehen, rennt mit Bruno voraus und plötzlich kommt mir Bruno und Timmy entgegen und sagt, das ist geil, das musst du dir angucken. Und dann sage ich, was? Ja, der musste seinen Alu-Container noch abfangen, dass er nicht auseinanderbricht. Sag ich, wie? Jetzt ist das so ein Spries, wie man ihn eigentlich kennt, wenn man Häuser baut, ja, so das erste Stockwerk, dass das nicht runterkommt. Ist hier drin, hier noch mit einer Schaltafel verstärkt, weil hier hat er, das war früher ein Motorradcontainer, du darfst gerne näher kommen, Timmy, auch wenn du mir jetzt gerade nicht so gut leiden kannst, weil ich so über dich geredet habe. Hier Alu-Container. Und da hat er früher Motorräder drin gelagert und das Ding hat er einfach genommen. Hat es komplett isoliert, hat ein 5-Kubik-Becken reingemacht, hat bis zu 30 Fische drin gehabt. Hochprofessionell von der Filterung, wie wir gleich sehen werden, sogar mega hochprofessionell von der Filterung. Hat es jetzt mal laufen lassen, weil er noch nicht weiß, ob er es nächstes Jahr wieder in Betrieb nimmt. Darüber hat er noch eine Beleuchtung gemacht, dass er handwerklich begabt ist. Die Fenster hier hat er selber reingebaut, die waren nicht drin. Er hat gesagt, er wollte, dass die Fische auch Licht bekommen. Also die Idee ist mega geil, weil ich bin mir sicher, sie erzählen ihrer Frau besser, sie haben so einen Container irgendwo auf dem Hof stehen, als dass sie ihr sagen, der Keller, die Waschmaschine steht ab sofort in der Küche und die Waschküche wird jetzt zum Filterraum. So, okay, so eine Bauschaumflasche kann mal explodieren, muss aber nicht. Hier hinterm Fenster, wie geil sieht das? Ja. Sehen Sie? Also Bruno hat so einen Touch von mir. Ja, also gewisse Dinge erinnert er mich an mich. Ja, so wird ein Schuh draus. So, also hier kommen wir weiter. Ich weiß nicht, ob ich die Stütze jetzt unbedingt weghauen würde. So, das ist der Container von vorne. Komm her, Timmele. So, wir haben hier einen Beatfilter, einen 100er, wie wir ihn auch haben. Wir haben danach einen IBC. Wir haben Luftpumpe, optimale Stromversorgung, also wir haben zwei Steckerleisten statt einer. Da drüben haben wir noch eine und dann das Herzstück der Anlage für Innenhälterung. Ja? Eine 50 Liter Sauerstoffflasche und da hinten hat er nochmal zwei stehen, weil da müssen sie immer für Ersatz sorgen. Und dann sage ich, ja, dann hast du Notsauerstoff gemacht. Dann sagt er, nichts Notsauerstoff, der ist die ganze Zeit gelaufen. Und glauben Sie mir, Sauerstoff ist das Elixier für Innenhälterung. Und wenn der Strom weg ist oder wenn Sie Ihre Fische vernünftig halten wollen, Sie kommen um Sauerstoff um rein, Sauerstoff nicht drumherum und nicht mit Sauerstoffkonzentratoren, sondern idealerweise mit Flaschen. Klar, man kann mit Autobatterien puffern, das geht alles, aber der beste Weg ist wirklich das. Kurzum, wie viel brauchen wir? Wir lassen bei uns in der Anlage, Tim, zwischen 0,3 und 0,5 pro Becken rein. Ja, weniger. 0,2, zwischen 0,2 und 0,3 Liter pro Minute. Ein Tag hat 1440 Minuten, sprich wir haben am Tag 0,2 mal 1440 oder 0,3 mal 1440, wir haben ca. 500 Liter Sauerstoff pro Becken, den wir brauchen. So eine Flasche, 50 Liter, bei, in der Regel sind es 200 Bar Flaschen, es gibt auch 300 Bar Flaschen, von denen rate ich ab, weil sie angeblich auch nicht ganz so ungefährlich sind. 200 mal 50, so rechnet sich nachher im entspannten Zustand oder unter atmosphärischen Bedingungen der Inhalt dieser Flasche, sind 10.000 Liter, 10.000 geteilt durch 500, sind 20 Tage und Bruno hat gesagt, er hat alle 14 Tage so eine Flasche wechseln müssen. Ja, die sind schwer, das ist lästig, das weiß ich, aber er hat halt auch nie Fische damit verloren. So, und ansonsten finde ich das eine geile Idee. Und in einem Alu-Container einfach mal eine Innenhälterung reingedübelt. Die Nummer war neu. Hier ist noch ein Spries, auf den ich nur ungern in dem Blog verzichten würde. Aber Bruno ist auch ein Freak, ein äußerst sympathischer Freak. Also das hat sich wirklich gelohnt, dass wir mit Philipp von der Koi Lounge hierher gekommen sind.
Das finde ich echt mega geil. Also das ist echt, echt funny. Und es hat auch noch ein Dach gereicht. Geil. Echt top. Und das Beste ist, wenn man dann irgendwann keinen Bock mehr hat aufs Koi-Hobby, dann lässt man das Ding mit dem Kran abholen und in 2 Minuten ist alles erledigt. Machen Sie es gut. Danke an Bruno, danke an die Koi-Lounge Zürich, danke an meinen Kameramann Timmy und alle, die mich kennen und lieben. Ciao.